Wollt ihr wohl warten, bis wir gebetet haben? Bud Spencer. Er steht wieder unter Volldampf und räumt auf wie eine Lokomotive. In Der Dicke und das Warzenschwein. Ich habe einen Bandwurm. Aha, der wird dich überleben. Wie heißt der? Klaus Emil. Ein schöner, großer Schinken. Halbe, halbe. Ich krieg mir ein Viertel für mich. Einverstanden. Und was mache ich, wenn was ist? Worauf wartest du noch? Los, mach die Tür auf. Na, die hat wohl einer ins Gehirn geschissen, du Napsülze. Ich räche mich an dir, du Seele. Verdammt! Ich werde dir noch eine pellen, dass du aus dem Arsch pfeifen wirst. Den haben wir noch nicht identifiziert. Den Wandermops kenne ich. Sei gegrüßt, mein stummer Bruder, und harre der Beleuchtung. Ich hoffe, dass du nicht mehr mit mir schmollst. Der Dicke und das Warzenschwein. Die Granate unter den Bud Spencer-Filmen. Bud Spencer. Der Dicke ist spitze. Ja, er ist die absolute Superspitze. In Der Dicke und das Warzenschwein. Sehr gut, dreh dich um. Sitzt prima. So, nun mach sie zu. Besser. Alk, was machst du da? Ich such mein Pimmelchen. Ich hatte plötzlich einen irren Druck auf der Blase und im Zimmer war kein Waschbecken. Und da dachte ich mir, ach, tu doch das weg, sonst vergeht's mir wieder. Es ist streng verboten, sich der Alarmanlage zu nähern. Ja, aber ich muss doch Pipi. Na los, runter auf die Knie, Colonel. Sonst knallt. Der Dicke und das Warzenschwein. Wenn er das Tanzbein schwingt, dann ist er gut. Doch wenn er seine Fäuste schwingt, dann ist er besser. Wie ist die Parole? Konföderation und Freiheit! Der Dicke und das Warzenschwein. Demnächst hier.